Moin Leute, Montag, der 5. August. Ich bin heute gerade mal am Ersatzteile sortieren, mal gucken, weil die Bestandsaufnahme. Mensch, Mensch, irgendwas hängt an der Mütze. Bestandsaufnahme gerade mal machen, was an Ersatzteilen noch da ist, was ich bestellen muss. Ich habe jetzt schon mal geguckt, also Schare vom Grubber hatte ich auch noch, doch noch zwei da. Schrauben waren sowieso noch da welche. Das hatte ich ja letztes Mal bestellt. Die waren noch da. Einsatzflügel ist noch da. Habe jetzt geguckt. Backup-Zinken sind auch noch welche da, aber die werden nicht reichen für die Rundbeinpresse. Wie gesagt, die müssen ja irgendwann dann neu werden. Da werde ich bestimmt auch noch mal ein paar bestellen gleich mit, wenn ich immer Zeug bestelle. Und Flugschare, also die Spitzen für den Kvernerlandflug, da brauche ich auch neue. Die sind auch so gut wie runter. Die muss ich in dem Zug gleich mitbestellen. Da habe ich auch nicht mehr. Und Schrauben für die Spitzen habe ich auch nicht mehr da. Das war gerade mal so erstmal die Sichtung. Wie gesagt, da, ja, das vorne noch alles im Schauer, dort liegt in dem Blechschauer. Dort ist immer ein bisschen in der Übersicht, ein bisschen bescheiden. Deswegen, wie gesagt, das muss diesen Winter voll auf alle Fälle werden, dass wir hier mal vernünftiges Ersatzteillager kriegen, dass wir mal einen schnellen Überblick haben, was da ist und was nicht, und was du bestellen musst und nicht. Das war jetzt erstmal, dann habe ich jetzt den Fänger vom Mähdrescher abgebaut, dass der mal jetzt auf die Reise gehen kann. Ich habe schon eine Kiste gesucht und dann tun wir den Hitler noch ein bisschen mit Papier auspolstern die Sache, dass der ein bisschen vernünftig ankommt. Und doch, dass der auch zum Reparieren geht, dass das dann wieder einsatzbereit ist. Wenn die Steuer jetzt nicht mehr kommen, wie gesagt, Flaschen ist theoretisch durch. Und ja, wie gesagt, das werde ich jetzt erstmal machen. Wie gesagt, dass ich das zur Post schaffen, dann mich ja nochmal an den Rechner setzen, wegen denen gucken, was ich brauche. Und ja, genau, ich sag das erstmal alles erledigen. Heute Vormittag das erstmal das Wetter nutzen. Denn wir hatten gestern, hatten wir auch nochmal 26 Liter. Freitag habe ich ja schon erzählt gehabt, im letzten Vlog waren es 30 Liter und jetzt sind nochmal Sonntag 26 Liter. Also, wie gesagt, für uns, ich habe mich wirklich darüber gefreut, dass es mal geregnet hat, dass es mal wieder Feuchtigkeit im Boden ist. Wie gesagt, dass auch das ganze Ausfallgetreide alles keimen kann, dass wir das wieder haben. Das war wichtig und vor allem fürs Grünland, dass nochmal was nachkommt, Futter wieder wächst. Denn wie gesagt, es war jetzt echt grenzwertig die letzten 2 Wochen schon mit dem Wasser im Boden. Aber nee, ist gut. Muss ich sagen, dass für die Vegetation braucht man das. Da gucke ich ein bisschen zuversichtlicher auf der Rapsaussaat schon. Wie gesagt, die ist ja auch nicht mehr weit. Da, dass wir da das wieder vernünftig hinbringen. Und auch die Woche will ich noch Zwischenfrucht säen, aber das denke ich mal, wenn wir in der zweiten Wochenhälfte machen, dass wir das noch ein bisschen abziehen lassen. Das also nicht reinschmieren wollen wir es nicht. Das auf keinen Fall. Genau das. Dann wollte ich ja noch nachreichen, das mache ich gleich mal. Das mache ich durch, mache ich auch hin. So, Thema Ernte. Ich habe jetzt mal gerechnet. Nochmal fertig durchgerechnet, wo wir gelandet sind. Also bei der Wintergerste habe ich jetzt im Schnitt 6,9 Tonnen geschafft. Das ist bei euch zufrieden. Klar kannst du auch mal 7,5, 8 Tonnen schaffen, aber ich denke, für die Witterungsverhältnisse war es okay. Dann ging es ja weiter mit dem Raps. Also den habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das habe ich noch im Kopf zum Glück. So, die große Fläche beim Raps war 2,5 Tonnen auf dem Hektar geworden. Ich denke, es ist okay für die Witterungsverhältnisse dieses Jahr, denn also was du so im Allgemeinen ringsherum hörst, dieses Jahr ist bei allen nicht so die Qualitäten nicht und die Mengen nicht, trotz Wasser, aber wahrscheinlich eben zu viel Wasser und zu wenig Sonne vor allen Dingen gewesen, zu kalt, dass das so nicht gewachsen ist, wie es sein sollte. Und die zwei Kleinstücken hatte ich ja gerechnet, die mal als erstes gedroschen hatten damals, die waren 1,9 Tonnen haben die gebraucht, aber wobei ich denke, das eine war bestimmt deutlich besser, das eine Stücke. Da waren wir bestimmt auch bei 2,5 bis 3 Tonnen, 2,5 bis 3 Tonnen, denke ich, und das andere, das war wahrscheinlich bloß eine Tonne oder so, schätze ich. Obwohl das so mit dem Gras ganz schlimm war. Aber es ist auch die beiden Stücken zusammen jetzt, weil ich das ja auf einen Zug geladen habe, das Beet, die Stücken und das zusammen weggeschafft habe, deswegen ist das jetzt eben schwer zu sagen, aber das ist so meine Einschätzung dazu. Dann waren wir bei der Tritikale, die war nicht ganz so gut wie geschätzt. Die waren wir bei 5,8 Tonnen, sind wir da gelandet. Aber wobei, wie gesagt, ich denke, wieder die vordere Hälfte, die war bestimmt um die 7 bis 8, hat die bestimmt gebraucht, die vordere Hälfte. Und hinten wahrscheinlich dann eher so um die 4, 3 bis 4. Wie gesagt, da war es stellenweise ganz schön dünne, dann, wo es eben so
der Standortmesser ist. Aber im Schnitt sind wir doch bei 5,8 Tonnen gelandet und nur als, vielleicht als Zusatzinfo, das Hektolitergewicht lag zwischen 65 und 68, so haben wir geschafft. Beim Weizen hatte ich vorgerechnet, also schon mal grob gerechnet gehabt, da war ich bei 8 Tonnen gelandet, da war ich eigentlich zufrieden, muss ich sagen, aber das habe ich, entweder habe ich dort irgendwie verrechnet oder was, weiß ich nicht. Zumindest ist das eine Stücke, das hat 6,7 Tonnen gebracht auf dem Hektar. Ist noch okay, sage ich mal. Hätte noch gesagt, ein bisschen mehr sein können. Über 7 hätte es gerne sein können und war ja, wie gesagt, von der Qualität B-Weizen geworden. Weil wir so vom Eiweiß zwischen 11, 8 und ich glaube bis 12, 5 oder 6 war es. Also, wie gesagt, es ist ein B-Weizen gewesen. Und Hektoliter war bei 77 bis 78. Fallzahl weiß ich nicht. Die hatten sie noch nie auf dem Zettel geschrieben. Das kommt dann erst zur Abrechnung, wie die Fallzahl ist. Und ja, wenn ich das dran denke und der Zettel dann mal da ist, das wird jetzt nicht leid, das wird vielleicht frühestens Mitte, Ende August, ehe das kommt, der will ich vielleicht nochmal nachreichen. Und die. Ach nee, genau, und dort dabei war doch ein Zug bei dem anderen Weizenstück, war ein Zug dabei, was A-Weizen geworden ist, wo da dieses Eiweiß 13,2 war. Und dann hat man ja diese zwei Sandstücken gehabt. Dort sind wir bei, also nicht viel schlechter, muss ich sagen, bei einem Ertrag von 6,2 Tonnen gelandet. Also das war gut, muss ich sagen, für die Standorte. Und dort war es Eiweiß immer 11,8 und immer 12,4 und Hektoliter 76 und 78 gewesen. Also das ist für die Stücken okay, also für den Boden war das gut. Da war ich zufrieden oder an der Stelle, bis auf die Anstücken wären es eben, wenn wir dort was über 7 geschafft hätten, wäre es schon gut gewesen. Sommergaste sind wir bei 6,6 Tonnen gelandet. Bin ich auch zufrieden. Also, wir haben die letzten Jahre immer ganz schlecht gehabt bei der Sommergaste und beim HVO. Also, durch die Vorsommertrockenheit, das war dieses Jahr nicht so der Fall, war wie gesagt bloß mal kurzzeitig mal. April oder so muss das gewesen sein. Ich glaube Ende April, Anfang Mai irgendwo dort, wo der Frost dort war das. Ich habe es nicht genau mehr im Kopf, aber so in der Richtung. Also Sommergerste gut, ist vor allen Dingen auch Braugerste geworden, zwar gerade so mit Ohren zukneifen, weil es ja aus Eiweißen 9,5 war, das ist wahre Untergrenze, aber wir haben es geschafft zum Glück. Und beim Hafer habe ich ausgerechnet 5,88 Tonnen, also das ist, bin ich wirklich zufrieden. Wie gesagt, auch die letzten Jahre meist Besommerung 3 bis 4 Tonnen bloß gehabt. Und beim Hafer hast du am Stroh gemerkt, also das war mal, die ist schon mal vernünftig Stroh da, das war mal alles im Rahmen. Das noch so als am Rande, wie gesagt, mal zur Information, Getreideernte. Also auch Sommerung auf alle Fälle gut, Wintergerste war auch okay. Ja, Weizen war noch im Rahmen, sage ich mal, wenn das alles A-Weizen geworden wäre, wäre es auch schöner gewesen, aber sonst ging es. Also am meisten hat eigentlich der Raps und die Triticale reingehauen, was nicht so gut war, aber wie gesagt, was so flächendeckend von vielen hörst, das ist nicht bei uns so. Oder durch die Bank weg, egal wie du gedüngt hast, welche Bodenverbände du gemacht hast, alles war bei allen schlecht. Genau, Leute, das nochmal als Info, war jetzt ein bisschen viel gesammelt, aber das wollte ich nochmal nachreichen. Wie gesagt, ich tue jetzt erst für mich um das Zeug kümmern, dass der Empfänger fortkommt und Tele bestellen und mal gucken, eventuell will ich heute vielleicht mal ein bisschen mal Traktorservice machen, hier also mal wieder abschmieren und mal vielleicht die Kabinen mal ausblasen. Da ist doch nur ein bisschen Dreck durch die ganze Arbeit reingekommen, aber da würde ich mich dann nochmal melden wieder. So Leute, wie gesagt, jetzt Traktor weiter. Ich war, wie gesagt, heute Vormittag war unterwegs und das bestellen und ja, also doch das erste Mal ist abgearbeitet. Jetzt habe ich gerade einen Akkutrin 6160 innen erstmal hier innen erstmal einen groben Dreck rausgekehrt. Und dann will ich jetzt eben innen mal ausblasen, bloß mal den Dreck rausblasen und doch, dann machen wir nur die Kühlereinheit mal sauber machen, mal nach dem Luftfilter gucken, wie es aussieht und abschmieren. Und dann werde ich mir einen 105 auf alle Fälle auch noch ranholen. Das gleiche dort auch nochmal machen, das ist immer wieder Zeit. Und genau, das erstmal abarbeiten, nämlich die Innen, das kann ich mal zeigen. Die Innenluftfilter, die sind nämlich auch komplett zu. Also das ist nicht so schlimm, das ist ein bisschen stöbsch. Aber wenn ihr das so seht, normal hast du ja so, ich habe ja meins dahinter, man hast ja hier so Gewebe da hinter und das ist komplett zu. Aber wie gesagt, also du siehst, oh, wartet mal, ich muss mal gucken, dass ich das bloß nicht alles hier reinkriege. Also das
Das Filtervlies, das tut auch schon noch einiges abfangen. Obwohl das ja eigentlich hier auch schon die Hauptmenge soll. Ich weiß gar nicht, das ist hier von irgendwas. Ich glaube, Dunstabzugshalber oder irgendwas Fieses, das habe ich hier oben drunter. Hier ist es genauso zu. Und das habe ich ja beim 105er auch drunter gemacht, dass man schon von Haus aus gar nicht diesen Dreck so schlimm reinziehen. Nur dahinter habe ich. Aber sonst hat sich eigentlich bewährt mich doch. Ich glaube noch was da. Mal sehen, wie es nach Ausblasen aussieht. Aber es ist auch hier krümelt schon noch einiges raus. Ne? Also, das fängt doch schon noch einiges ab, was es soll. Also die Überlegung war damals schon nicht schlecht, muss ich sagen. So, aber sagt, ich blase jetzt aus, Kühler und den ganzen Schnulli und dann melde ich mich wieder. Dienstag, der 6. August. Gestern habe ich noch beiden Akkutrons gemacht. Ausgeblasen, abgeschmiert. Beim 660 war es 8 Stunden schon wieder ran. Beim Akkutron 105 waren jetzt ungefähr 20 Stunden oben seit dem letzten Abschmieren. Aber da wir ja jetzt sowieso wieder, ich denke mal nächste Woche eventuell, dann für den Raps in die Vorbereitung gehen, wenn wir Mist laden müssen. So, deswegen habe ich das trotzdem abgeschmiert. Da schadet auf keinen Fall. Und ja, habe ich gestern noch mit der Motorsense ein bisschen hier ein paar Ränder gehalten noch, ums Haus rum und dann mehr war gestern dann auch nicht gewesen. Und heute früh habe ich erst Futter gemacht. Vorher war ich noch auf der Weide bei den Rindern gewesen, weil Fadi halt keine Zeit hatte für die Rinder. Das macht er sonst Fadi immer. Und dann danach war ich hier noch die Lärm-Lärmschutzkanister wegschaffen hier, was hier Bamira heißt das ja, diese Entsorgung. Das habe ich heute Vormittag noch gemacht und dann habe ich jetzt wo ich heben war danach, noch habe ich noch die Drehmaschine rausgeholt. Die Presse habe ich mittlerweile mit dem 105er da hingestellt. Stand ja hier, beides hier und theoretisch müsste der Kartoffelroter noch raus, der Grimme. Weil wir eventuell die Woche schon die ersten Frühkartoffeln mal probieren wollen zu hacken, eine Zeile. Deswegen habe ich das erstmal hier hingestellt. Und so, ich will jetzt heute erstmal die Zwischenfrucht noch sehen. Die ganze Sache, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Druck, dass ich heute noch schaffe. Aber ich habe jetzt soweit vorbereitet. Nee, Quatsch. So, nee, warte mal, so hier. Ne, erschrecken, es piept immer mal. Also mit den 12 Kilo tun wir sehen. Getriebe ist 40, ne? Wir haben nämlich das habe ich gemacht. Auf Feinsamerein umgestellt, heißt Größenschieber zu, Lehnschieber auf. Getriebe kannst du da auch noch umstellen in Untersetzung, dass es halb so schnell läuft. Und da wollen wir jetzt 12 Kilo absägen. Wir sehen Alexandriner Klee und Fazelia in der Mischung. So eine einfache Mischung, das kommt dorthin jetzt, wo der Hafer hinkommt, wird das heute gesät. Also, ich weiß gar nicht, 5,5 Hektar oder sind das. Und dann tun wir jetzt erstmal abdrehen schnell. Gut ist ja, der zählt ja mit. Brauche ich nicht selber zählen. So, haben wir. Sollmenge ist 0,3 Kilo. Und Istmenge tun wir jetzt ermitteln. Das gebe ich dann ein. Die Istmenge sage ich dem jetzt, was es ist, und dann sagt er mir die neue Getriebestellung. Und das mache ich das noch zweimal theoretisch, wenn es dann passt. Und dann sagt, geht's los. Hab da meine Hängewaage, wie gesagt, zum so eine E-Fahrer gekauft. Dann kann ich mir einen E-Motor dranhängen und dann werden wir das mal auslettern. Und dann geht's scharf, wie gesagt. Ich melde mich dann beim Säen draußen. So, Leute, beim Säen, ein bisschen stiebt, seht ihr oben drauf, aber es wirklich, sieht wirklich von der Feuchtigkeit noch gut aus. Der arbeitet auch noch gut, hat noch, dadurch, dass es ja nun nass ist, ist die Erde nicht so feste. Und da kann der ein bisschen vernünftig die Kurzscheibenecke Erde das nochmal durcharbeiten. Wie gesagt, wir wollen ja auch noch das Ausfallgetreide beseitigen und so, die paar Unkräuter sind ja auch aufgelaufen, dass wir das hinbringen. Aber das sieht jetzt erstmal gut aus. Wir gehen dann gleich nochmal raus, gucken, machen die Bahn mal noch. Und dann tun wir mal gucken gehen, wie es aussieht. Ich fahre ja mit dem Lenksystem, da kann ich gleich ja in Bäten fahren wieder. Und da brauche ich ja keine Spurreise jetzt beim Zwischenfruchtsehen. Weil ich ja die Spurreise brauche ich ja prinzipiell dann bloß beim
zum Weiterschalten der Vorgas oder den Vorgasrhythmus nutze ich das ja. Könntest du ja, wie gesagt, hier O machen, aber wie gesagt, das ist nicht drin, der einen Hebel ziehen für die Vorgase, das ist irgendwie, das ist eben drin und deswegen mache ich das ja trotzdem, wenn wir mit Lenksystem arbeiten. Genau, prinzipiell mal sehen, wie gesagt, ob das Update hier nochmal kommt fürs Lenksystem vielleicht, dass du die Vorgasen farbig markieren kannst, dann könntest du dann eben erst die Vorgasen vielleicht sehen, zukünftig dann mal und dann das dazwischen aussehen, dann wäre es eventuell eben die Variante, da brauchst du es dann, bräuchst du dann nicht mehr die Vorgasen, aber mal gucken. Wir schauen mal. Jetzt machen wir sowieso erstmal die Zwischenfrucht. Das wird nur Zeit, dass die reinkommt, aber ich wollte das jetzt nicht eher sehen, weil ich eben wollte, dass das Ausfallgetreide und die Unkräuter keimen erst. Weil man hat es eben vorher schon bei welchen gesehen. Dann neue Trend ist ja, dass man das gleich direkt nach der Saat nach der Ernte gleich reinsetzt. Und aber da kann eben passieren, dass sie vom Ausfallgetreide was nicht keimt, weil das unter der Zwischenfrucht liegt und dann kommt das dann eben dann später herzu, habe ich auch gesehen, aber wie gesagt, das war jetzt so mein Eindruck, deswegen favorisiere ich die Variante nicht, deswegen lasse ich es lieber auflaufen. Natürlich, wenn es trocken ist, ist es natürlich die Variante gleich reinsehen, dass du die Restfeuchtigkeit am Boden mitnimmst, natürlich besser, aber ja, war ja die schon jetzt, nur die letzten 10 Wochen jetzt, wo es dann so kritisch wurde, aber sonst ging es ja noch. Und jetzt haben wir ja aktuell genug Feuchtigkeit. Doch das ist jetzt so vorher, nachher, Kalkstreuen war, haben wir ja auch lassen, die zwei Flächen hier. Hier ist gerade so die Spur, wo ich gesagt habe, du hast hier eine Spur, also das passt, das locker und es ist so alles durchgekrakelt und sagt hier Ackerwinde, das ist so alles zu flätt. Ja klar, wird noch was anwachsen am Ende, kann ich mir vorstellen. Aber müssen wir mal sehen, gerade wie hier, das steht so schön oben drauf. Aber so ist es jetzt erstmal gut, Feuchtigkeit ist gut da, das sieht erstmal gut aus. Die ganze Sache ist jetzt die Frage, ob wir was finden. Das schätze ich mal, wird wieder kritisch werden. Das ist ja so fein, das Zeug, das hier zu finden. Das wird ja. Das hier, das was war schon. Das ist wieder. Die Nadel im Heuhaufen finden. Aber so geht's. Kurzscheibenecke habe ich jetzt so ziemlich das Maximale, was die reingreifen kann. Dass die eben noch ein bisschen Boden bewegt, dass die ein bisschen feine Erde schafft. Auch. Dass wir was hier eben ein bisschen was schaffen, wo wir was reinsehen können. Ein bisschen lockere Erde. Müssen wir mal gucken, wo will man am besten nochmal. Also hier war Korn, hier ist eins. Das liegt oben zu weit oben eigentlich, aber das ist wahrscheinlich raus. Hier war gerade irgendwas. Hier. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Also wie gesagt, ich tue das erstmal sehen, so das Stück. Und die an dahinter das wird gesät, dass wir das machen. Und ja, wie gesagt, dass wir das erstmal heute Ziel ist, dass wir das reinbringen. Die Sache. Den Tag habe ich mir als Reserve, wie gesagt, mit. Mal gucken. Bin auch noch mal überlegen, ob man dort wo jetzt. Ich mache euch noch mal hin, wartet mal. Kann ich nämlich nebenbei schon wieder losmachen. Also prinzipiell geplant ist jetzt die Fläche als Ähnliches, die ist schon mit Zwischenfrucht. Weil hier bloß der Hafer hinkommt, die doch die anderen. Sommergast, so machen wir keine mehr. Das nur das Ertragsausfallrisiko zu groß. Hafer muss ich machen, weil ich es zum Füttern brauche. Und aber so die Fläche. Dann ist die Frage, was jetzt mit der Stilllegung ist. Das ist wie gesagt, müsste ich wahrscheinlich mal nächste Woche auch noch mal anrufen, was da nur ist, ob da nur was kommt oder nicht. Aber da darf ich. Ich hab noch nicht geplant, was ich dorthin mache, weil es noch nicht fertig ist. Entschieden, wenn ich Raps oder Wintergerste machen würde auf die Fläche, aber Raps mache ich dort nicht hin, das ist schon, Raps haben wir genug jetzt im Anbau, die ist schon wieder schön von der Fläche. Würde ich hier, könnte ich ab 15. August drauf bei Raps oder Wintergerste und alles andere ab 1. September.
Aber das ist wie so, wenn es wirklich kommt, ich hätte es ja gerne jetzt gewusst, was nur ist, denn da hätte ich es jetzt, da lasst es stehen, wenn es schon abzusehen ist, dass wieder Stilllegung irgendwas sein muss, da kann ich das Leder durchwachsen, das lese ja nur in den Godard. Da macht ja das, was er soll, dass wir dann das bisschen zubringen mit dem Klee und dem Gras, was wir gesät haben. Müssen wir mal gucken. Aber so, dort vielleicht, wenn es spät entschieden wird, aber dann kommt da keine Sommerung eigentlich mehr hin. Keine Zwischenfrucht. Dann wird er, weil dort die Sommerung hinkommt, passt dann in Mitte, Ende September, passt auch keine Zwischenfrucht mehr sein. Das ist dann auch für den Hintern. Das hat dann nicht wirklich den Effekt mehr, den es bringen soll. Und dann bin ich jetzt gerade noch am aktuell überlegen. Ich muss erst mal gucken, was jetzt übrig bleibt. Theoretisch müsste ESAG übrig bleiben. Und da würde ich eventuell, habe schon überlegt, ob ich dort wo Kartoffeln nächstes Jahr hinkommen, Kartoffeln, Rüben und Möhren. Ich weiß aber, Rüben ist eigentlich besser im Herbst pflügen für die Rüben. Muss ich sagen, aber ob wir dort in der Zwischenfrucht zählen und dann in den Mist im Herbst bloß oder in die Zwischenfrucht streuen, dann ja in Richtung Oktober und das liegen lassen und dann im Frühjahr nochmal drauf streuen und das dann ein im Flug ein. Mal sehen, wie gesagt, ich muss mir noch mal Gedanken machen, heute noch mal morgen, was wird, wie ich es mache. Prinzipiell wäre das auch nicht schlecht wahrscheinlich, wenn wir Zwischenfrucht sehen, dass der jetzt nicht so lange da liegt, da könnten wir ja noch was hinmachen. Mal gucken, aber jetzt erstmal wieder, jetzt erstmal richtig, dass das hier reinkommt. Also oben drauf stiebert schon wieder, aber ist eben so jetzt erstmal gut, dass wir die Feuchtigkeit da haben. Die reden eventuell von morgen Regengewitter. Und die Wetter-App sagt zwar nicht, aber doch, das ist immer ein bisschen Gewitter, könnte man ja richtig vorhersagen, wo es hinkommt. Ja, aber sagt, wenn das wirklich, deswegen nur heute der Druck noch, dass das heute reinkommt, dass hier, wenn das wirklich morgen nochmal regnet, dann wäre das ja gleich angegossen. Perfekt. Sagt, Feuchtigkeit ist noch im Boden, dann kommt da noch was drauf. Dass die jetzt zeitnah hochkommt, auch, dass sie noch ein bisschen vernünftige Matte bildet. Denn eher war ja jetzt unmöglich mitsehen. Aufgrund der Trockenheit, weil wir nicht gekeimt hätte so richtig. Da war ein bisschen was da, aber nicht so viel, wie es hätte sein sollen. Und jetzt passt das, wie gesagt, deswegen jetzt. Ja, Leute, schon lange genug gesabbelt, aber ich mache jetzt erstmal hier und ich melde mich dann wieder. So, Leute, zweite Fläche, wie gesagt, ist auch gleich erledigt. Hier wächst so ein Haufen Schnulli auf immer, aber ja, und hier oben hatte ich auch so. Eine Distelnester, das hat sich relativ gut zerfleddert, alles die Disteln. Ich schätze, ein bisschen was wird kommen, aber ja, also der größte Teil ist beseitigt, wie gesagt. Rand habe ich jetzt schon die eine Breite gesät und jetzt sehen wir noch bis ran hier. Den letzten Sack habe ich auch schon reingekippt. Also da werden wir nicht viel von dem Sack. Da werden wir nicht so viel von dem Sack brauchen, aber wie gesagt, du brauchst immer ein bisschen was zum Sehen, dass es bedeckt ist und so. Halber, dreiviertel Sack wird davon. Theoretisch übrig bleiben, schätze ich mal. Ja, wie gesagt, das machen wir jetzt hier noch heute Nachmittag fertig. Grünland, Nordisch, wie ich überlegt habe, schon überlegt, vor 3 Wochen oder 4 Wochen, Anfang Juli haben wir das Klippe gemacht, es könnte schon fast 4 Wochen her sein, ne, dass wir das gemäht haben. Ist noch nicht viel passiert hier. Aber so solche Trockenheit, die jetzt erst war wieder. Mal sehen, hoffen wir mal, dass das ein bisschen erhöht durch den Regen alles ist, Grünland, dass wir noch mal noch ein bisschen was an Grund machen können auf dem Grünland, wäre nicht schlecht. Ein bisschen was ist ja geworden, aber reichen tut es eigentlich noch nicht. Brauchen wir noch mal sehen. Das steht mein erster Schnitt von dem anderen. Aber das ist nur alter Fuchs. Aber naja, gut, das muss jeder selber wissen. Genau, sagt, ich tue jetzt das hier noch aussehen und dann Vorgewände und dann haben wir es heute schon. Ich denke, das ist ja nur schon ziemlich dann Kaffee trinken und steil wieder ran. Gucken, wie soll ich werde, dann denken wir vielleicht noch die. Wenn ich es dann noch vorm Kaffee schaffe, mal gucken, entweder noch, dass ich da noch die jetzt komme ich nicht drauf, Mensch, jetzt Kartoffelroder, Mensch, ausholen. Ansonsten irgendwie nach dem Stall werde ich das nochmal machen und dann nochmal das sortieren. Ich brauche eigentlich kann die Presse jetzt erstmal hinter, weil wir die ja dann von Raps brauchen, auch wieder zum Säen. Und nee. Das ist der Quatsch, mache ich Quatsch beim Erzählen. Ich sehe da jetzt Spur an Spur hier und nicht hier drüben. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Ich weiß es nicht mehr, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, jetzt kommt es wieder, wartet. Ich muss morgen noch das, was ich letzte Woche gedroschen habe, das ist der Hafer und die Ecke Sommergerste, das Stroh morgen pressen. Bis morgen hat er angemeldet. Aber es ist auch zwei Stunden, drei Stunden schätze ich länger auf keinen Fall. Aber das muss ich morgen machen. Das heißt, dass ich wollte, normal hätte ich jetzt die Presse jetzt hintergestellt, erstmal die Drillmaschine vor. Aber mal sehen, dann werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal die Drillmaschine nochmal auf ihren Platz stellen und dann müssen wir das morgen danach tauschen. Mal sehen, wir schon irgendwie mal gucken. Schauen wir mal. Genau, also ich mache erstmal weiter. So Leute, abends mittlerweile. Habe ich nicht mehr geschafft, wo ich eben bin, mit Kombine rausholen. Habe ich vorns gemacht, nach dem Stall jetzt. Und jetzt wollte ich gleich noch die Fläche sehen, noch mit dem Gespann, was jetzt Kartoffeln wird. Habe ich jetzt hier abgemessen. Die Flächen habe ich mir hier eine Kante gezogen und habe ich bis hierher gesät. Und Saatgut hat auch gereicht, wie es gedacht war. Ist noch ein kleiner Lex drin jetzt, aber ja, also viel mehr brauchst du dann nicht mehr sehen jetzt damit. Wie gesagt, dass hier unten die Räder noch bedeckt sind, das ist dann fast leer. Aber wie gesagt, ist oft gegangen, so wie es geklappt hat. Und das werden dann hier Kartoffeln und Rübennäscher schön. Das kann jetzt liegen bleiben bis Oktober. Wie gesagt, da muss ich mal sehen. Aber das kann ich mir dann immer noch entscheiden, was ich mache. Ob ich einen Mist reinstreue und das dann so liegen lasse, in den Frühjahr plus Acker. Oder im Herbst jetzt dann, vielleicht müssen wir es dann ummulchen, mal sehen. Dann Mist streuen und dann gleich rumdrehen. Mal gucken, wie wir es machen. Aber jetzt kann es erst mal was wachsen. Dass der Weile ist und auch das Ausfallgetreide ist auch gestört soweit. Und aber Feuchtigkeit ist auch noch, aber gestiebt hat es ganz schön, muss ich sagen. Aber so ist okay. Geiler wäre natürlich gewesen, du hättest noch mal gekuppert vorher, aber da müssen wir ein bisschen an die Kosten denken. Also machen wir das von der Woche an. Wie gesagt, dadurch, dass jetzt die Feuchtigkeit da ist, macht sie so gut. Also wenn es jetzt vorm Regen wäre es nie gegangen, da wäre es zu hart gewesen mittlerweile. Aber durch die Feuchtigkeit geht's. Und wir hatten ja hier auch Stroh, seht ihr ja. Mal gucken, ob dann hier was das gesät hat auf der Matte, das weiß ich nicht, aber das rieselt eigentlich meistens rein und da hast du Glück, dass es dann trotzdem keimt. Aber so ist eigentlich, sag ich mal, so im Großen und Ganzen ist es gut eingemischt, schön gesagt, das Stroh durch mit Erde vermischt und das passt. Da hast du den Streifen dann hier zwischen der Sämaschine, manchmal, dass dann eben was stehen bleibt, aber ja, so im Großen und Ganzen ist gesät und das auch, das ist ja dann. Die Zwischenfuhr soll das ja jetzt bedecken dann, dass das dann eben sauber bleibt. Mal sehen, wie es wird, ob es dies schon klappt. Ob es so eine schöne Zwischenfuhr wird wie letztes Jahr, das fahren wir mal. Genau Leute, dann geht's morgen weiter. Mittwoch, der 7. August. Heute früh Futter gemacht erst wieder. Und jetzt haben wir eine Zeile, wie gesagt, Kartoffeln mal gemacht. Als Frühkartoffeln, wie gesagt, die sind noch nicht ganz netter, ja. Noch nicht ganz schalenfeste. Aber es ist klar, wie gesagt, Kraut ist ja noch da. Aber sonst denke ich, sehen sie erstmal ganz gut aus. Dreck ist auch einiges dabei. Wahrscheinlich durch den vielen Regen hat sich das wieder zugeschlemmt. Also ich hätte ja eigentlich einen guten Acker gemacht im Frühjahr, muss ich sagen. War ich eigentlich recht zuversichtlich, aber naja, gut. Der viele Regen nun, das ist eben scheiße gewesen. Und dann jetzt nach dem Regen dann gleich wieder zu trocken. Ist eventuell vielleicht ein bisschen sehr feucht. Vom Wochenende kann sein, wenn es ein bisschen trockener abgetrocknet ist, dass es dann auch vielleicht ein bisschen besser die Klumpen zerbucht. Mal sehen, wie gesagt, naja, perfekt ist eben immer nicht. Ist eben so. Aber sonst, ja, da brauchen wir stehen mehr hier auf dem Stück, aber das haben wir gewusst. Ist aber so, aber sonst denke ich, ist so ganz okay. Da sind noch schöne paar, sind noch schöne Schalenfeste dabei, aber ja. Also ist eine erste. Sieht erstmal nicht ganz schlecht aus bei den Kartoffeln. Genau, ich tue jetzt Drillmaschine abbauen, Presse dran machen, Presse ausblasen, abschmieren. Und dann fahre ich, wie gesagt, die Ecke erstmal die paar Hektar Stroh pressen. Und dann schauen wir mal, wenn ich wieder heim bin heute und was wir dann noch machen. Ob wir dann noch den Raffeldrand mulchen bei dem einen Stück, das ist schon frei jetzt. Und das ist gleich der Kuppern, aber gucken wir mal, wie es wird. So Leute, beim Pressen habe ich jetzt schon 20 Ballen gemacht. Ja, hier sieht man es gerade, hier war gerade so eine dünne Stelle, wo nicht viel da liegt. Aber sonst gesagt, ja, einfach zu dicke war es ja eben ohne, aber so, ich sag, über Ballen, dann war ich ja dort vorne, da ganz vorne irgendwie.
das Erststützpressen und jetzt eben hier hinten. Und dann ist ja wie gesagt die Hälfte hier noch die Sommergerste. Ich mache jetzt gerade noch die zwei Schwalben, dann mache ich erstmal die Sommergerste noch, das Stroh. Und zum Schluss mache ich dann hier drüben noch die Schwalben am Waldrand, weil die auf ein bisschen im Schatten waren heute früh erst und ein bisschen tauber hoch. Ja. Und sonst so sieht es schon noch gut aus. Wunderbar schöne Kolonnen. Also dass es zu üppig wird, dass das nicht so üppig wird, das war klar. Aber das passt schon. So, das habe ich jetzt erstmal liegen lassen hier. Das mache ich dann zum Schluss. Und genau, jetzt will ich erstmal wieder zur Pressen. Die Sache. Ja, eine Stunde habe ich bestimmt noch zu tun, denke ich mal. Wenn die Riesenmengen werden sind, oder muss der Rest der Schwaden alle abfahren. Aber ja, bringen wir hin. So tun wir. Bis später. So Leute, so Pressen fertig. Ich tue jetzt gerade nochmal das erste letzte Stück in der Milch und dort hier bei so einem Haufen Lager. Also der Haufen näher, aber der Rand hier ein bisschen. Dass, wenn wir sowieso wegrennen, dann muss ich das kleiner mit durchrunzen, dass ich das dann vernünftig einarbeiten lässt. Und das ist ein Haufen immer zusammen durchstellen. Und eben da unten die Stelle. Da ist schlimm, den Rest die Bohr, weil es jetzt nicht schon gewachsen ist. Das geht auch mit dem Kupfer weg, das ist nicht das Problem. Da immer wo hatte ich die Ränder und jetzt eben hier den Streifen noch ein bisschen so den Bereichen, dann ist gut. Dass das dann hier und vorne vorgewendet unten nochmal war, aber sonst den Rest bringen wir hin, dass das wieder schick ist. Und so, dass der Schnulli weg ist hier, dass wir das vernünftig kuppern können. So, muss ich mal gucken, aber ich schätze mal, wäre es dann, wenn ich fertig mit Mulchen, wird wohl steil sein dann schon wieder. Ja, da gucken wir mal, wie es wird. Tun wir erstmal das hier machen, tun wir morgen auch noch kuppern. Da kommt oder zurechte. Genau Leute, ich dachte, ich bin jetzt erstmal hier. Doch hier unten ist nur ganz schön schön. Wenn das halt, war das lag ja schon beim Dreschen. Und kommt ja nur wieder neu, aber das Gefetze muss noch mal ein bisschen Zähne gemacht werden. Ja. Muss man ein bisschen besser wegkriegen mit dem Kupfer dann. Genau Leute, ich mache erstmal weiter. Donnerstag, der 8. August. Gestern die Ränder noch fertig gemischt. Ich habe gleich noch die anderen zwei Stücken auch noch. Die Weizenstücken noch die Ränder gemischt. Da waren bloß wie gesagt die Ränder immer außenrum und fertig. Und dann können wir das heute noch im Laufe des Tages noch dann dort noch kuppern. Und heute früh habe ich erst meinen Kleinen jetzt gehabt, weil meine Frau noch einen Termin hatte. Und jetzt tue ich mit Fadi gerade noch den letzten Hafer absagen sozusagen, Big Packs machen. Ja, mit unserem Bunkerhänger wieder, mit dem, also wie gesagt, das Ding war wirklich Gold wert, muss ich sagen, die Investition. War dabei so nicht teuer, ich glaube 800 Euro haben wir bezahlt für den, mal so am Rande, also wie gesagt, das Ding war gut, da hatten wir mal Glück, wie gesagt, da war es zum richtigen Zeit am richtigen Ort, wie es immer so schön ist. Und, nee, also das passt, das Ding, wie gesagt, das hat viel Arbeit leichter, durch irgendwas Großes, Gelbes, CA11, ha! Der neue Mähdrescher, die Waffe. Ah, das ist ein Schneidwerk. Setzt gar nicht richtig an. Das ist eine Waffe. Und aber nee, wie gesagt, hier, das machen wir erstmal. Das ist schon gut, das Ding. Früher haben wir es immer mit der Hand dann von den Hängern mit einer Schaufel in die Big Bags geschaufelt. Also, das war schon mehr Arbeit, ne? Deutlich mehr. Und meistens hast du ja, dass es warm ist und heiß und drinnen hast du keinen Platz gehabt, irgendwo musst du dich draußen in die Sonne hinstellen. Dann irgendwann hast du schon immer so geplant, dass es nicht ganz bei der heißen Hitze war, aber so ist schon gut, wie gesagt, das Ding. Nur zwei kleine Big Bags haben wir gemacht für Saatgut und den Rest machen wir jetzt in Größe noch. Das ist nicht viel, werden vielleicht der neue Big Bag, schätze ich, viel mehr wird gar nicht werden. Doch der war ja nicht ganz voll. Genau, sollte ich du erstmal. Ich mache jetzt erstmal hier weiter und dann geht's mit Kuppern weiter. So Leute, wie gesagt, Getreide,
also einen Hafer fertig gemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, mal das Update aufzuspielen. Die haben mir jetzt geschickt, die haben mir so eine schöne Anleitung dazu, wie was vorgehen soll von L&L. Wie gesagt, also Service nach wie vor der Gott, muss ich sagen. Also das habe ich nicht bereut, dass ich das mit ihnen gemacht habe. Die sind immer hilfsbereit und sind immer dabei und ihnen helfen ihnen, wenn was ist oder wenn Probleme, wenn viele Probleme haben wir nicht mal mit, wenn man haben wir noch mit so die Lenkwinkel Parameter, die diese Einstellung haben wir alles nochmal, wenn man noch ein bisschen fein justiert, dass es besser geht und so, aber sonst läuft das System eigentlich. Genau, also ich tue erstmal das hier röteln lassen und dann melde ich mich wieder. So Leute, das erste Stück ist gekruppert, habe ich gemacht. Wollte ich bloß mal die Möhren zeigen, also das Häufeln, das war schon gut. Klar, oben auf der Dammspitze ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn dort was ist, wo der Bestand zu ist, ist es eigentlich schon relativ sauber. Hast du eben hier, wo es so ein bisschen dann, wo nichts ist, na, ist klar, da wächst dann das Unkraut, aber sonst war das schon gut, das Häufeln, muss ich sagen. Wie gesagt, hier waren die Möhren auch ein bisschen schlechter, aber sonst sieht es eigentlich gut aus. Klar, hast du mal die eine oder andere Melde jetzt noch gekommen, aber so das Häufeln an sich war schon okay. Die Kürbisse, die haben sich auch ganz schön ausgedehnt, nur schon. Aber ja, nee, also wie gesagt, das sieht erstmal gut aus. Da haben wir das ganz gut in die Richtung gebracht. Trotzdem, würde ich sagen, für die Startschwierigkeiten, also dass wieder was weg war und solche Sachen. Aber nicht so schlimm. Wir haben es ja noch halbwegs hingebracht, denke ich. Dort im ersten Monat hatten wir auch schon geholt für uns zum Essen. Die waren also war okay, also die waren schon gut. Die kannst du durch den Damm, kannst du die so mit der Hand rausziehen. Jetzt trotz, wo es zu trocken war, ging. So Leute, das machen wir hier drüben. Da drüben ist ja noch das andere Weizenstück. Hier haben wir gerade aktuell Frischfutter. Und das war jetzt so nach und nach das zweite Schnitt. Und mal sehen, wir eventuell nächste Woche noch mal was hauen fürs Korn. Müssen wir mal gucken, so wie es jetzt aussieht. Man könnte es vom Wetter her passen. Ich muss bloß noch mal die Wochenende noch mal eine Runde vorne mal gucken, wo was steht, wo es sich lohnt, wo es sich nicht lohnt. Doch auf ein paar Stellen lohnt es bestimmt auch nicht. Und dann haben wir jetzt hier nebenan die Stilllegungsfläche. Was die Stilllegung ist, wie gesagt, das ist hier. Ja, also du siehst unten drinnen, der Klee ist da. Auf alle Fälle. Siehst gerade hier, wenn es sich verlegt, kommt der Klee nur durch. Mal sehen. Sie fahren besser mit dem ganzen anderen Unkrautgeschnulli, ist, was da sich jetzt so gewachsen ist und aussah. Das werden wir mal sehen. Wie gesagt, ich hatte jetzt auch schon mal auf dem Amt für Landwirtschaft angerufen. Ich glaube, ich das erzählt hatte. Ich glaube nicht. Wegen zwecks eben dieser 4% Stilllegung. Gestern wurde es ja ausgegeben, haben sie es ja normal gesetzt, aber zu spät. Doch, da war für mich dann nicht mehr zum Säen sinnvoll gewesen. Deswegen habe ich das jetzt gelassen, also die zusätzliche Stilllegung gemacht. Aber also perspektivisch wollen sie die irgendwie das wieder kippen, aber doch, das ist noch nicht entschieden. Vielleicht hätte ich jetzt mal angerufen, wo ich den Anbauplan gemacht hätte. Ja. Mal sehen, also aktuell müssen wir erstmal warten. Ich werde dann, weiß ich, im September oder so nochmal anrufen, denke ich. Vielleicht, dass wir da nochmal einen Hinweis kriegen. Oder schon was abzusehen ist eher. Das werden wir sehen. So, wie gesagt, jetzt mache ich eben hier noch das Stück und dann fahren wir auf das zuletzt, wo wir gestern mulchen waren, auf der Ecke dort. Genau. So Leute, jetzt tun wir noch, wie gesagt, die letzte Fläche machen. Bin schon gut dran. Hab schon 2 Hektar von den 2 Hektar, 2,5 Hektar. Ja. Das aber war. Aber gleich Unterschied von den Sandstücken hierher. Wenn die Kuppel hier zwar Sandschwimmer gerade sind, aber hier unten der Boden doch besser. Also ist aber trotzdem schon noch, oder merkst du schon noch den Unterschied. Also vom Sandboden ist ja sowieso immer nicht so eine Farbe. Aber nee, also trotz Wasser ist gut da, muss es auch im Boden. Hinterher kommt gut Feuchtigkeit raus, aber ist eben noch Harte trotzdem ganz schön, muss ich sagen. Aber ja, wie gesagt, seht ihr, was immer an Gräsern kommt, das ist hier. Mit dem Kupfer beseitigen, erstmal oder stören auf alle Fälle. Und das unten die Stelle, die ging auch gut, dadurch, dass wir die gemulcht haben. Mal sehen, ja. So, das werden wir jetzt hier noch umreißen, die Sache. Und dann sind wir mit Stoppelsturztischer schon durch mit dem ersten.
So vom Update her war immer da. Der Traktor sieht jetzt ein bisschen anders aus und den Rest muss ich mir erstmal noch reinfuchsen. Was hier so, hast du jetzt hier, dass du wie vorgewendet Bereich anlegen kannst und Vorgassen markieren kannst und solche Sachen. Das muss ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Ich hatte jetzt bloß erstmal das Update gemacht, wie gesagt, das war. Wie lange waren das? 20 Minuten oder so hat es schon gedauert. Das war so ein größeres Update. Aber ja, sonst hat ja auch eigentlich dann Funktion dazu gebracht. So ein Teil, wie gesagt, vielleicht ist schon noch nicht alles. Ich muss mir das nochmal, wie gesagt, in Ruhe angucken. Aber so macht es das schon jetzt erstmal. Ja. Genau, so, der Strich ist jetzt auch so breit wie die Maschine wirklich ist. Jetzt war der Strich immer eine Einheitsbreite und das hat dann bloß so markiert, wie es eben breit war. Aber das ist jetzt nur alles angepasst nochmal. Auch gut. Ja, genau. So Leute, mittlerweile abends. Ich war gerade für die Ziegen Weidebein. Mache ich immer abends nach dem Stall noch. Ich stoße Friesen hier ab. Und ich gucke bloß gerade mal auf der Raps, wie es aussieht, aber wie gesagt, durch den letzten Regen jetzt kommt erstmal hier das ganze Graszeug und hier Raps kommt hier auch noch herzu. Also hier ist frisch gekeimt, das war einfach trocken. Regen, wenn wir hier einen zweiten Durchgang machen, aber das lassen wir ruhig noch ein bisschen wachsen. Hier siehst du es auch hier, also wie gesagt, das Lager jetzt da, jetzt hat ja sogar damals schon mal Regen gekriegt nach dem Krubbern, aber hier kommt noch frisch, hier auch noch mal Raps, hier kommt noch mal einiges herzu. Durchs Wasser nun. Ja, mal gucken, ob wir das danach rapsen, vielleicht nochmal da durchziehen. Mal sehen. So, so war es ja erstmal gut. Klar, ein Teil ist wieder angewachsen von den Grasbüschel, weil das wie gesagt zu hart war, weil das ja eben trocken war dadurch, dass das Gras eben so lange Wasser gezogen hat. Aber sonst, ja, ist es eben unterschiedlich. Hier ist gar nicht viel gekommen. Da oben sind auch so ein paar Flecken, wo gar nichts ist. Wenn du ein paar Stellen, wo es dicke ist, aber es ist wahrscheinlich wie wo das Wasser war. Wenn du so guckst, die Flecken, wo nicht ist, oder wo es schlechter gegangen ist, dort war nämlich das Gras gelumper. Das hat nämlich das Wasser gezogen. Und dort, wo nicht das Gras war, war es ja auch nasser, als du beim Kuppern gemerkt hast, dass es nicht so hart war. Und da ist er dort wahrscheinlich besser aufgelaufen. Ja, das war's für heute, Leute. Wollte ich bloß mal zeigen, wie ich immer hier draußen bin, wenn ich mal gucke. Aber die Ziegen, das hier, hier wächst auch schon wieder ganz gut nach. Das ist ja nur schon, ich überlege gerade, ist das schon der dritte Aufwuchs? Ja, ist das der dritte Aufwuchs? Ja, ne, der vierte schon. Ich glaube, dreimal habe ich schon geweiht. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, dreimal waren es. Hier ist ganz gut, hier ist aber nässer und dort unten ist dann aber schlechter. Weil es dort immer noch voll trocken ist. Und das ist ja noch, wo die jetzt weit, das ist ja noch zweiter Aufwuchs. Das hatten wir ja als erstes mit beim Heu gehauen. Aber weil das dort eben recht trocken ist auf der Ecke. Naja, bis morgen. Freitag, der 9. August. Ich will heute erstmal Mähdrescher soweit. Ja, soll ich mal Winter fertig machen. Grob. Denn. Ja, wie der Lundrusch war, vielleicht war was angefahren, aber das habe ich jetzt wusst gewesen, was hätte ich nicht geschafft, das eine und das andere war, das war zu wenig Fläche für die Strecke, die Fahrtstrecke, sage ich mal. Da wärst du mehr unterwegs gewesen, wie du gedroschen hättest und da habe ich das nie angenommen, so, man muss ja nicht alles machen, denke ich und wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich mache meine Arbeit und dann, wenn es klappt, mache ich Lohnarbeit. Mit dem Traktor bist du noch immer mal schnell irgendwo anders hingefahren, wenn du was pressen ist oder sowas, aber mit dem Mähdrescher. Und weil du machst ja dann wieder sauber danach, wenn du den im Einsatz hättest und wenn es eben statt 10 Hektar plus, weiß ich, 2 Hektar oder was, machst du es ja auch trotzdem sauber dann wieder, selbst wenn es das letzte war. Dann deswegen war der Aufwand mir zu groß dafür. Letzte Woche haben wir die eine Ecke, haben wir ja was gemacht. Das hat gepasst, das war nicht so weit von vorn her. Und sonst, ja. Ist halt so, wie gesagt, aber ich glaube, die meisten sind nur durch. Deswegen will ich jetzt Mähdrescher fertig machen. Die Halmtaler muss ich jetzt wieder abbauen, dass wir einen Rapstisch dran bauen können und die Ehrenherber abmachen erstmal jetzt.
Und dann werde ich mir mal das Schneidwerk rausfahren, das auch nochmal, alles mache ich bloß mit dem Löbbläser, nochmal einen Dreck runterblasen, alles rausblasen. Das hast du ja hier auch so, ich habe den Schnitt liegen, da liegt schon in der Schnecke noch Zeug drin. Wenn das Grobe, wenn das steht ja trocken, da passiert nichts, da gammelt nichts. Wenn wirklich was, aber so einen groben Dreck können wir mal wegmachen und hier sowas, oh, was hier so hängt und solche Sachen. Na, das will ich jetzt erstmal machen, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die Heimteiler und die Anheber ab und dann hole ich mir das mal raus und machen wir das erstmal sauber und dann bauen wir einen Rapstisch an, dass das schon mal das wieder rein kann. Und vor allen Dingen kann das jetzt dann so rein, dass es aufgeräumt ist. Da stört es nicht mehr. So Leute, Schneidwerk ist erstmal soweit fertig. Wie gesagt, das ist jetzt wieder drinne. Die ganze Sache, Rapstisch dran. Und genau, das erstmal erledigt. Jetzt mache ich einen Mähdrescher. Jetzt mache ich erstmal alle die ganzen Deckel ab. Am Mähdrescher, also die ganzen unten hier von den Schnecken, die hier Körner, Elevator und Überkehr ist glaube ich noch und das alles Deckel auf und dann den nochmal laufen lassen. Dann mal den ganzen Rotz rausbringen aus dem Mähdrescher. Das läuft hier, das Unterdreck. Also alles bringst du sowieso nicht raus, aber das wenden das, was so ist, dass man das schon mal rausbringt die Sache und sagt noch mal laufen lassen, Strohhäcksler noch mal an machen, weil da immer ein Haufen Dreck hinten drin liegt. Sagt, so ist er ja, viel Dreck ist ja nicht dran, weil ich sie abgeblasen habe. Sagt, aber hier hinten im Häcksler liegt immer ein Haufen Mist drin, noch. Das lassen wir noch mal laufen, immer zwar wieder alles schon voll drecken, aber ja, ihr seid Ödleid dran, die würden schon das Futter ranmachen zum Mittag, das Futter noch mal ranmachen. Manche in die Order, ja, ich sagt aber so. Genau, das alles erstmal den Deckel, wir können ja hier schon mal aufmachen, kriege ich den in der Hand raus. Schwöre ich immer, aber es geht. Sagt nochmal reingucken. Stufenboden, sagt, das klebt nicht, bloß Dreck. Das nochmal. Sagt, das ist immer, wenn die Dreschtrommel ausschaltet, was dann immer nochmal ein Dreck aus der rausrieselt hier. Klettert das. Und aber leisten sie ja noch gut aus. So, alles erstmal. Das hat man ja alles durchgeguckt bevor dem Start. Und aber so hat er ja gute Dienste wieder geleistet, muss ich sagen. Ohne Ausfall. War nicht. Oder war was? Ne, war nicht, glaube ich. Also ich weiß von nicht. Jetzt gerade auf die Schnelle. Nee, also sagt er, hat seine Sache wieder gut gemacht. Und keinen Ausfall gehabt, und das ist auch wichtig. Da war nicht weiter, da war bis am Anfang gleich, dass da Kontakt hier mal war, hier vom Schneidwerk einschalten und abbunkern. Da war, naja, über die Standzeit wieder Stecker ein bisschen korrodiert, mal abgezogen, dran gesteckt, dann ging das ja schon wieder. Ansonsten war eigentlich nicht, ach, nicht Klimaanlage, das war das Ähnliche, aber deswegen ging es erst dreschen weiter. War bloß für den Fahrer nicht so gut den halben Tag ohne Klima, aber haben wir auch hingebracht. Das war jetzt der ähnliche Direktausfall, aber sonst, ja, wir sind ja mal versuchen, das vorher durchzugucken und das zu machen. Wenn was zu sehen ist drüben ist, das weiß ich auf alle Fälle, das muss ich diesen Winter, oder dann nee, schon früher, wenn ich, je nachdem, wie ich zeitlich schaffe und Lust habe, muss ich machen, noch hier die vom Gebläse. Das habe ich mir jetzt mal so beguckt, dachte ich, ui, aber ich glaube, das hatte ich mir schon mal, jetzt, hatte ich mir schon mal vorgemerkt, die beiden Keilriemen, die sind, wartet mal. Das ist noch. Ja, das der fängt hier an. Also es ist noch hier doch sehr, das hier zu reißen. Und ich glaube, hier, da wurde der Faden rausgerissen schon. Also die müssen auf alle Fälle neu werden, die zwei. Du merkst nämlich auch, dass nämlich, wenn die Windvorstellung ist, bis hochfährst, der. Das ist ja die elektrische Windvorstellung über den Kolben hier, über den Zylinder. Und da fährt er bis in Anschlag, nein, was er nicht soll. Denn dann hängt er, zum Glück hat es wieder gelöst dann. Hatte ich dies schon immer, wo wir von Weizen in Hofer gegangen sind, glaube ich, irgendwie. War's. Aber das, ich sag, das muss auf alle Fälle, die zwei Riemen müssen werden. Ich glaube, ich muss mal wühlen, ich glaube, die habe ich sogar mitgekriegt. Gehabt. Ansonsten ist jetzt erstmal nichts, bis auch so muss dann wieder durchgucken, was ist, aber ja, und hinten
Machen wir mal den Deckel nochmal auf und dann hier nochmal reingucken. Aber so Stufenboden, wie gesagt, nochmal ein bisschen Wind nimmt, nochmal ein bisschen hoch. Bis kurz vors Maximum, dass ich nicht wieder feste fährt, aber dass wir nochmal richtig durchblasen. Und dann das machen wir gleich mal runter hier. Und dann können wir den nämlich gleich umstellen auf Häckseln. Das ist bloß hier bei dem Zack. Und da ist dort oben ein Schalter, der das erkennt. Und da schaltet dann Häcksler zu. Genau, also ich mache jetzt erstmal die ganzen Klappen raus. Die Deckel unten, unten sind ja auch vom Körnerelevator und von der Überkehr die zwei Deckel. Dann raus, dann mache ich jetzt noch den Bus raus, dass hier der ganze Rotzner genau das nämlich raus kann. Und Überkehr, die hat unten an der Seite den Deckel dran. Und dann wie gesagt drüben auch noch und dann Steinfang wollte ich noch aufmachen. Und dann den ganzen Rotz nochmal durch. So, lange genug gequatscht. Mach ich jetzt erstmal. So Leute. Fertig. Mehr Drescher. Ich bin auch fertig jetzt. Wenn du das in der Nachmittagssonne machst, das ist das schön, nicht so, so schön. Wir mal den Utleiler machen noch. Hab dich so gut als gar nicht gebraucht, aber ja, wenn du es mit hast, brauchst du es nicht oder brauchst du es nicht so oft. Und naja, aber ja, es hat schon gelohnt, gerade noch hier, was da vom Häcksler noch rausgekommen ist und so. Körner ist dort auch noch ein Schuss rausgekommen. Aus der Steinfangmulde natürlich auch. Haufen Dreck. Achso, es ist jetzt, wartet mal, jetzt muss ich mal überlegen. Machen wir erstmal dazu, dann hauen wir hier oben hin, dass da nicht wegkommt. Dann muss ich meine Werkzeuge aufräumen. Weil ich nämlich die beiden Schütze gleich runtergenommen habe. Denn und dann, weil dort ja immer Dreck drin sitzt, habe ich den Unliner sauber gemacht. Mein Rollbrettel nehme ich gleich noch mit. Da habe ich vorne die Klappen unten, da brauchst du nicht drunter kriegen, dann kannst du drunter kollern. Genau, also das ist jetzt erstmal. Erstmal fertig, mehr Drescher, die ist schon, Gott sei Dank. Abschmieren will ich mir jetzt nicht, das schaffe ich jetzt erst, schaffe ich jetzt nicht, weil ich jetzt noch was pressen will, was angemeldet ist. Und ist nicht so schlimm, machen wir im Frühjahr dann frisch. So, das ist hier. Ich muss noch das Netzzeug wegfahren. Die Palette mit den Netzen für die Schafe und die Ziegen. Dass der wieder richtig in die Ecke kann. Die Pfähle müssen noch weg. Das werden wir erstmal hier hin. Und dass der dann richtig wieder rein kann. Ich habe den jetzt an. Warte mal, was wollte ich? Einen Hubbogen wollte ich holen. Innen drinne unisauber gemacht, Mähdrescher. Da habe ich jetzt erst vorm letzten Einsatz sowieso richtig sauber ausgeblasen gehabt und Scheiben geputzt und so. Und auch Scheiben tue ich jetzt sowieso nicht putzen, weil das über den Winter wieder zustiebt. Ne, warte mal, ich muss so ran. Das Wichtigste war, dass alles der ganze Dreck raus ist. Also wenn alles bringst du sowieso an Körner nicht raus, da hättest du wahrscheinlich hier 3 Tage zu tun, dass du das schaffst, aber der Hauptdreck ist auch die Klappen auf. Igu, 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 Igu. Da stelle ich jetzt bloß erstmal hier in die Mitte. Wir haben den Drescher hier rein wieder. Und dann kann ich mal, wenn ich Muße habe, die nächsten Tage auch noch wieder das hier fertig hinstellen, wieder alles ordentlich. Und da kann ich dann nämlich auch. Der Schwader kann nämlich auch wieder rein, dass der wieder seinen trockenen Platz kriegt. Also war ja bloß wegen der Ernte, wegen Mähdrescher rein und raus. So, und jetzt fahre ich, wie gesagt, die Waffe wieder rein. Kriegt da wieder sein schönes Plätzchen hier. Und dann, wie gesagt, fahre ich noch pressen. Ach so, weiß ich gar nicht, habe ich gestern gar nicht gesagt. Ne? Also wir hatten ja die Nacht vorgestern. Heute ist Freitag. Mittwoch sollte es, glaube ich, war das. Oder? Ich glaube, Mittwoch sollte es ja gewittern und regnen oder was abends. War gar nicht bei uns. Kannst du vergessen. Haben wir nichts abgekriegt, so alles zugeklappt, ja. Alles weg, ja. Jetzt stellen wir hier hin. Ist auch so schlimm, wie gesagt, ist er sowieso nicht, jetzt ein bisschen da, ein bisschen. Aber das geht. Und so, da haben wir beim Regen nichts abgekriegt, das ist warm. Und dann, also es war doch die Pflasterstehne waren wieder im Hof nass. Aber mehr hat es nicht gereicht. Genau. So. Machen wir nochmal den Motor kurz richtig.
richtig frei bläst hier. Die Kamera geht gerade wieder näher, die ging vor uns die ganze Zeit. Also jetzt die ganze Zeit vor uns immer beim Umgangsschirm vom Schaltwerk und so, ist egal. Kann sich der Platz in der Zeit bis zum Frühjahr. Da wird mal den Gang hier bestimmen jetzt. Genau. So. Wartet mal. Ich kann euch mal hier so. So, und dann kann ich den jetzt noch das gute Stück reinfahren und dann. Da habe ich gar nicht ausgeblasen, fällt mir gerade ein. Naja. Machen wir früher dann nochmal mit. Na, schwarz wirkeln. Mal dann reinkommen und dann ordentlich in die Ecke rücken. Mache ich vielleicht auch noch mal den Häuschen noch mal raus und mache die Keilriemen schon mal sehen. Aber das will ich noch nicht. Oder muss ich erst mal gucken. Noch mal ein Stück zurück und rein. Spaß im Winterschlaf. Hätte ich jetzt gleich gesagt. So Leute, hey, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Presse dran. Vorne schnell eine, zwei Ecken sind das. Weiß ich nicht mehr, vielleicht zwei Spalten, wenn es hochkommt, schätze ich. Viel mehr wird es nicht werden. Und dann geht's wieder heim. Genau. So tun wir. Fällt er wieder in seiner Ecke. Winterschlaf technisch, da passt das. Genau, also bis später. Samstag, der 10. August. Wir haben uns nochmal einen Plan umentschieden, hätte ich gleich mal so gesagt. Ich bin jetzt beim Mähen heute. Wir wollten ja eigentlich erst irgendwie nächste Woche, Anfang nächste Woche was machen. Aber da jetzt Mittwoch ein bisschen Regen dran ist, ja, wird schon wieder schlecht, wenn es schon wieder regnet. Aber nee, deswegen tun wir heute ein, dass wir nochmal einen zweiten Schnitt machen kommt. Also stellenweise ist es wieder nicht üppig, aber ja, wir hauen das jetzt runter. Stellenweise ist es ganz okay, aber ja, ich würde nicht viel mit Wänden werden hier. Es trocknet so dünn, wie das liegt stellenweise. Aber es wird ja, habe ich glaube letztes Jahr auch schon erzählt, also vorher wird das dann nicht mehr. Also die ganz schlecht bestellt, die habe ich nicht. Sind welche Wiesen dabei, da lohnt es sich überhaupt nicht. Da steht noch weniger wie hier. Das werde ich jetzt erstmal stehen, muss ich erstmal beobachten. Und dort, wo es, also wie es hier so halbwegs ist, dann tun wir eben das noch runterrumsen und das machen. Genau, jetzt müssen wir gucken. Wir nehmen die Spur bitte. Genau. Jetzt so neu, was dort immer habe ich gesagt. Klettert das? Das ist hier, der Versatz ist jetzt zu erkennen am Traktor hinten an dem Strich. Vorhin ging das vorne, habe ich vorhin schon wieder an mir gezweifelt.
Aber ja, man muss ja richtig lesen. Ich hatte beim Versatz, das wollten die einen Zentimeter haben. Ich habe es aber mit den Metern angegeben. Also 1,1 Zentimeter statt 1,1 Meter. Und naja, deswegen konnte ich es nicht hinhauen. Aber ich habe es dann nach hin und her gucken, was mir dann aufgefallen, dass ich es nicht hinhauen kann. Naja, irgendwas ist eben immer, aber nee, so läuft das ja wie gesagt mit dem Update. Schön ist jetzt so, kannst du hier die Spur versetzen. Jetzt kannst du das neue hier, dass du es auf die aktuelle Spur verschieben kannst. Und dann kannst du bestimmt hier dein, genau, gibst du den Wert ein. Das fand ich schon immer noch, hat mir manchmal noch gefällt. Manchmal hat eben beim, also hauptsächlich beim Grünland war es jetzt, wo ich das hätte gebraucht. Weil du manchmal beim Randhauen die erste Spur durch ja mal selber hauen an Randner. Und dann ist ja nämlich die aufgleiche Spur manchmal bis eben dann doch, dass der 5 cm über hier stehen bleiben würde und dann schiebst du bloß die Linienstücke rüber. Muss gegen mit dem Wert eingeben hoch, aber so machst du bloß klack klack auf Position und fertig und damit ist das erledigt. Nee, aber sonst, wie gesagt, wo es ein bisschen feuchter ist und nur ein bisschen geschützter. Mein ganzer die Bäume ist dann ja auch wieder, steht dann auch nicht, aber hier so ein bisschen, wo es geschützter ist. Ich meine, es ist auch nicht die Riesenmenge, aber naja, ist eben so. Können wir nicht ändern. Na, jetzt macht der Murks. Manchmal, wenn du nicht so weit weg bist, das macht er dann Schlenkerei. Ich aber wie gesagt, die Werte muss ich auch noch mal perfekt anpassen. So, jetzt. Ich glaube, das ist auch manchmal, wenn du sehr komisch zur Linie stehst, oder manchmal auch nicht wissen, was so. Aber das noch mal ein bisschen mit den Werte spielen, wenn du das keine Lust. Also wie gesagt, so lenkt das ja ordentlich. Aber ne, sagt hier, dann ist es hier dicker, hier ist eben das Schilfgras dabei oder sonst, ja. Naja, gut, danke genug Quatsch, ich mache erstmal weiter. So Leute, ich habe jetzt schon wieder ein paar Flächen gehauen, ich mache bloß mal an, weil es hier deutlich besser steht als vorher. Merkst du, es ist grüner, sieht besser aus hier. Und liegt wahrscheinlich daran, weil hier mehr Regen gewesen ist. Wir hatten hier im, soweit ich das richtig weiß, im Juli ein paar Gewittergüsse gehabt, wo bei uns nicht, wo nicht weiter kam bei uns. Und ja, also wie gesagt, ist dadurch deutlich grüner. Und ich sag, steht auch mehr Masse da. Schnitt bei Schnittzeitpunkt ungefähr der gleiche wie die anderen Flächen. So, merkst du schon, was das da ausmacht, das Wasser. Und ja, vorstellen. Ich hätte es auch gesagt, da sind so ein paar Ecken dabei gewesen beim Hauen jetzt, wo nicht wirklich viel war. Und aber, ja, einfach das, wenn wir so sagen, haben wir das mit runter. Wie gesagt, auf die ganz schlechten Stellen fahre ich jetzt näher schmeckt, da warte ich jetzt noch. Mal gucken. Aber wie gesagt, hier ist wenigstens ein bisschen was. Kommt ein bisschen was im Futter zusammen noch. Aber also das viele wenden wird ohne, ich denke mal morgen gleich gar nicht wenden, höchstens vielleicht hier auf der Stelle, weil es ja wirklich dicker steht. Und dann vielleicht Montag nochmal durch und dann Dienstag wird es bei 35 Grad und dann Dienstag zusammenschmalt und fertig, will noch gar nicht viel Ruß machen, dass wir gar nicht viel Diesel verbrauchen. Und zweites Mal zerpuchst du das bloß noch dann, da ist dann bloß noch Hacker das Zeug, da ist dann bloß noch mit Grünwelt dann beim Pressen. Deswegen tun wir das so machen. Ich habe auch noch mal ein bisschen hier gestellt am Lenksystem, dass er das beim Reinfahren besser macht. Das klappt schon so besser. So, dadurch das Update ja war, sind ja die Werte, wurden die alle wieder zurückgesetzt. Die hatten mir zwar jetzt schon ein paar Werte zur, die Jungs von L&L hier und hatte gesagt. Ich habe auch noch mal ein bisschen dort mal gestellt zum Probieren, was besser, was schlechter ist. Jetzt auch so mal so, jetzt bin ich eben bei die da eingedaktet, da in das passt ganz gut, würde ich sagen.
Genau, ich sag die und jetzt nur noch eine Fläche, dann noch ein Hektar und dann ist es schon wieder erledigt. Nur zwischendurch Mittagessen. Ich kann es euch ja mal verzeigen, die hier das O haben. Wenn wir es erkennen. Also doch, das, die anderen, das habe ich gelassen. Ich habe jetzt hier das 0,7, war ich jetzt bei mal bis 1 hoch, 1,1, aber da, doch, das ist so für das zum Einsetzen auf die Linie. Da schlängelt es ja rein. Und das habe ich jetzt eigentlich so gelassen. Das ist okay, wie gesagt, das sind die zwei wichtigen Werte. Und beim Tribor-Konfiguration habe ich das, was die mir die Jungs von LL vorgegeben haben, hier 150 und da 1. Und hier oben habe ich, oh, das habe ich gelassen, 25. Genau, das sind mit Formen jetzt ganz gut. Kann sein, mal sehen, wie es beim Sehen dann ist, ob wir da vielleicht dort nochmal was anpassen müssen. Aber das mache ich dann, und schreibe ich den Jungs, dann können die dann dich nochmal wieder mit einklinken für den Notfall, dass wenn wir das noch ein bisschen optimieren müssen. Aber also beim Kuppern lief es jetzt erstmal gut und wie gesagt, beim Mähen O war bloß eben jetzt ja beim Einfahren die Sache, dass das ein bisschen ordentlich besser sauber reinläuft. Ich glaube, das ist ganz gut. Genau. Also ich sag, ich mähe heute erstmal fertig und dann melde ich mich nochmal. So Leute, ich habe euch ja schon mal die Buten, das hatte ich ja gezeigt schon mal. Die waren ja jetzt ja immer, also das ist trotzdem dann ihr Stall noch, dort das Snappy Ziegenböcke. Aber wie gesagt, das ist ja auch, dass die können die ja nicht raus. Wir hatten jetzt immer schon hier was abgetrennt für die Buden. Die sind ja auch ganz schön groß geworden schon, die Lumpen. Haben wir hier abgetrennt. Und der Inches, die können eben, die fliegen ja wie Sau, die Viecher. Nee, sagt, ich hatte erst die Drahtrolle nach hinten. Aber das war gar nicht so das Problem, das niedrige, aber die fliegen eben hier hoch. Und das Problem ist, die hauen dann, theoretisch, wenn die hier auf dem Grundstück bleiben würden, wäre das auch nicht mal das Problem. Wenn die hier mal raushüppen würden, wie gesagt, die Forscher, die anderen hatten wir ja auch dann draußen, die Schneeputen, die Vierer, die wir hatten. Aber das Problem ist, die sind jetzt auch schon bis, ist ja nicht weit oben, ist die Straße, die waren jetzt schon bis an der Straße oben. Also das funktioniert nicht, auf die Straße dürfen sie nicht. Aber raus sollen sie trotzdem. Und da habe ich jetzt gerade mal noch erstmal die Erhöhung auf den, auf die Türe gebaut. Ich muss das Brett bloß noch festschrauben, hier mit solchen Draht. Das Brett habe ich jetzt hier angedackert, ich muss bloß noch mal zwei Schrauben holen, die hätte ich schon weggeräumt. Das noch mal anschrauben, dann müssen wir das bei Gelegenheit noch mal streichen. Brauchen, dass das alles ein bisschen einheitlich aussieht. Das schaffe ich bloß heute nicht. Dass das hier zu ist, wie gesagt, hier habe ich jetzt noch einen Bauzaun hingestellt. Hatte ich noch welche da. Und dann habe ich jetzt noch Netze bestellt, so ein einfaches Vogelschutznetze oder was, was du irgendwo drüber spannen kannst, sehe ich, dass die Vögel nicht rangehen oder was. Ich glaube, Maschenweite ist so 5x5 cm. Ganz einfaches erstmal. Und das machen wir jetzt noch oben drüber. Muss hier bloß noch, aber hier sind noch die Löcher von den alten Platten da, noch irgendwie was ein paar Haken reinschrauben hier lang, dass wir das hier auch einhängen können. Wie gesagt, dann von hier drüber. Und dann können die da super hier rein auch schon mal sehen, wenn ich das bewerte, können wir das vielleicht auch noch mal ändern, dass wir das noch mal größer machen. Weil die anderen brauchen ja nicht ganz so viel. Aber ja, dass die erstmal wieder ihren Auslauf haben. Wie gesagt, also wir hatten sie, mein großer Junior macht das ja, die Puten sind ja denn seine. Aber der hat die jetzt tagsüber so rausgelassen. Und also so hier aufs Grundstück zwischen den Maschinen rum lassen, ist ja gar nicht schlimm. Da können die vor allen Dingen dort ein bisschen Gras mal rum und so. Aber wie gesagt, das geht 10 Minuten, Viertelstunde, dann fangen die an irgendwo hinzurennen. Und dann rennen die immer drunter ins Dorf oder hoch hier auf die Straße. Und ist nicht so ideal. Deswegen die Variante jetzt. Wenn wir bloß noch was in der Mitte überlegen, mal. Noch irgendwie E2, was das nicht so durchhängt. Aber das mache ich mir noch mal Gedanken. Mal sehen, ob das Netz heute noch kommt, dass da irgendwie vielleicht heute noch kommen. Gucken wir mal. Und dann hätten sie aber erstmal hier, hätten sie schick, hätten so Schatten da und früh haben sie von der Seite, von der Halle Schatten. Also wäre es gar nicht ganz schlecht. Und ja, das müssen wir oben zumachen, müssen wir mal sehen. Und wir vielleicht mit der Perspektive vielleicht auch noch ein bisschen größer machen. Mal sehen, muss ich mal gucken. Bald sein habe ich auch noch mehr da und Füße. Können wir noch größer machen. Aber jetzt will ich erstmal das so machen zum Probieren. Da haben sie ja ganz gut Platz hier. Erstmal. Und dass die bloß eben bei schlechtem Wetter und dann über Nacht rüber in ihr Stall gehen, ist der Plan. So, Regen vertragen sie ja nicht ganz so, sollen sie nicht ins Nasse, deswegen. Aber bei schönem Wetter können sie auf alle Fälle hier oben. Na, Freunde? Genau, Leute. So, das war's heute. Nachmittag, so wie rum, mal sehen, wenn das Netz gemacht ist, heute Abend noch schnell.
Aber das weiß schon nicht, ob das nur noch kommt oder nicht, müssen wir erstmal sehen. Aber jetzt können sie erstmal hier unter Beobachtung ein bisschen. Wenn sie dann anfangen abzuhauen, durch sie wieder drüber schaffen in die Jahre. Genau. So, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Dann besten Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.